Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Top 10 Video. Heute Galils. Aber zuallererst noch kurz ein Wort zu unserem Sponsor. Skin Baron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen oder zu verkaufen und daraus eben echtes Geld zu machen. Nicht nur Steam-Guthaben oder sonst was, sondern echtes Geld, meine Damen und Herren. Legen wir direkt los. Auf dem Platz Nummer 10 liegt bei mir die Galil AR Aqua Terrance. Terrasse. Geht, ne? Der Skin hätte auf jeden Fall über weitere Bereiche der Waffe gehen sollen oder können. Aber es ist halt so gelöst, naja. Und der Preis ist ultra. Decoy Fusion liegt auf dem Platz Nummer 9. Totenköpfe sind drauf. Coole Farbwahl, wenn auch eher sehr schwach, aber ich meine, so muss es halt auch aussehen in dem Cold Fusion-Bereich. Ja? Und hier ist ein bisschen Flugrost dran, da machst du halt nichts. Auch der Preis geht eigentlich in Ordnung mit 14 Cent, 14 Cent, 14 Cent, 15 Cent, oh, 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 40 Cent hier in FN. Ja, was sagt die Katze dazu? Sie ist einverstanden. Die Signal liegt auf dem 8. Platz und ist schon etwas farbiger bzw. kräftiger als die Waffe von gerade eben. Daher halt auch ein Ticken weiter oben. Ihr wisst ja, ich mag kräftig farbige Skins. Rot, naja, also in der Mischung mit dem Rest sieht es schon ödel aus. Ganz klar. Der Preis ist hier ein Ticken höher, aber jetzt auch nicht arg schlimm hoch. Also für so einen Skin ist es auf jeden Fall noch in Ordnung, der Preis, würde ich sagen. Die gute alte Rocket Pop, die immer an unserer Seite war, ist und auch sein wird, ist auf dem 7. Platz. So, mit Statrack kann man sich jetzt wegdenken. Die habe ich früher schon gemocht, die habe ich auch recht oft rausgehauen. Schick. Und wisst ihr, was an der besonders schön ist? Der Preis geht vollkommen klar. Ne? Und es gibt sehr viel Auswahl. Also man kann hier unten direkt auf die nächste Seite. Und das war's. Ja, sehr viel Auswahl. Oh, 20 Euro, alter Falter. Da ist ein Sticker drauf. Was ist das? Seek and Destroy. Mhm. Auf dem 6. Platz haben wir hier ein ganz tolles Exemplar der Crimson Tsunami. Zwar wieder etwas ungreller. Nein, nicht greller. Satter. Aber dafür eine sehr schön ausgearbeitete Szenerie. Und das ist allemal einiges wert. Wobei es in direkten Euronen gar nicht so viel wert ist. Guck mal da, 34 Cent, 50 Cent im Minimal Wear. Wir können mal um den Spaß hier schauen, was die FN kosten würde. 13,50 Euro. Gut, da haben wir jetzt nicht viel Auswahl. Wir gehen mal hier drauf. Aha, 45 Cent. Batsch! Platz Nummer 5, Galil AR Eco. Schön grün, schön weiß. Abbaubar. Die kannst du einfach fortschmeißen, da wächst was raus. Toll. Jeder Spieler, der sich um die Umwelt schert, sollte hier auf jeden Fall ganz großes Auge drauf werfen. Ja, ganz großes. Wobei der Preis schon so ein bisschen, also, höher ist als jetzt bei den anderen Skins. Aber trotzdem, komm. Einsatzerprobte. Man muss halt grün und weiß Fan sein. Auf dem 4. Platz liegt die Galil AR Stone Cold. Hätte man, glaube ich, jetzt gar nicht zwingend mit gerechnet. Oder vielleicht ein bisschen schon. Blau ist ja nicht meine absolute Lieblingsfarbe, aber das Teil sieht wirklich cool aus. Hier erinnert es auch direkt wieder an Halo. Also zumindest mich erinnert es an Halo. Schön gestaltet. Schöner Kontrast. Gefällt mir. Und ich denke, es gibt gerade bei uns in der Community doch einige Blauliebhaber, oder? Und der Preis kann sich auch so mittelmäßig sehen lassen. Also wenn man hier eine ganz schicke will, kann man 1,24 € hinlegen und dann passt das schon. Und ihr wisst ja auch, was jetzt kommt, und zwar die ersten 3 Plätze. Ihr könnt also schreiben, was ihr wohl glaubt, was da bei mir liegt, in welcher Reihenfolge es da liegt. Und natürlich könnt ihr auch eure eigene Top-Liste machen, egal ob das eure Lieblingswaffe ist oder die Top 3 oder sonst was. Los geht's. Die Sugar Rush liegt auf meinem 3. Platz. Die ist wirklich richtig, richtig sweet. Die fällt schön ins Auge, ist so neonmäßig angehaucht. Geil. Richtig, richtig edel. Ich denke, keiner hat nicht gewusst, dass die bei mir ziemlich weit vorne liegt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich die auch geschenkt bekommen von einer ganz gewissen Mademoiselle. Dankeschön. Aber wie ist der Preis? Weil so ein Skin muss ja eigentlich auch recht teuer sein. Obwohl 4,83 €, aber halt den hart zerrissen. Also wenn man da was Schönes will, dann muss man schon 10 Euro investieren. Außer man findet halt ein besseres Angebot. Ne? Ihr wisst ja, bei Skin Baron verkauft privat an privat. Das heißt, es kann ja auch einfach eine für 1 Euro drinstehen in FN. Wobei das wahrscheinlich kaum jemand machen wird. Aber es gibt natürlich ab und an mal richtige Schnäppel, die man sich schießen kann. Platz Nummer 2 folgt nun. Da liegt bei mir die Chatterbox. Ich habe mal direkt meine genommen. Na, weißt du Bescheid. Schön mit der Steady Paddy. Geiles Gerät. Ich glaube, die war letztes Mal sogar auf meinem 1. Platz. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass die auf meinem 1. Platz war. Der Mund zappelt rum, wenn man schießt. Ultra cool. Ich glaube, je Battlescar die ist, desto besser sieht sie aus. Und die Preise gehen. Die Preise sind wirklich machbar. Also manche zumindest, ne? Da kann man schon ganz gut reinnudeln. So, 1. Platz. Was ist es wohl? Exactly. Die Cerberus oder Cerberus. Grünlich, gelblich, mit einem Cerberus drauf. Die zwickt richtig rein. So ein Ding, oder? Das ist ein Träumchen. Da kann man schon ein bisschen was drauflegen, ne? In FN für 45, 50... Minimal Wear 26, aha, 10,50 Euro, fast auf FN, 9,99 Euro, fast so gut wie die. Man muss ein bisschen die Augen offen halten und schon kann man da mal einen Schnäppel machen, ja. Die für 9,99 Euro zum Beispiel, sieht hammermäßig aus. Ich weiß nicht genau, wo hier jetzt die Macken sind, beziehungsweise ob die Farbe nachlässt oder sowas.
Geil. So viel zu dem aktuellen Top 10 Video. Schön, dass ihr am Start seid. Willkommen an alle Neuen. Es freut mich, dass ihr hierher gefunden habt. Ich möchte hier wirklich eine gute Mischung bringen aus den Counter-Strike Videos und allem anderen. Ich freue mich extrem, wenn Leute, die für Counter-Strike kamen, auch in den Rest reinschauen, weil in den Rest viel mehr Herzblut läuft und viel mehr Kraft als in Counter-Strike. Keine Sorge, es geht natürlich weiter mit Counter-Strike. So ist es nicht. Nur möchte ich wirklich gucken, dass wir auch so ein bisschen wieder etwas halt auf die nicht-Counter-Strike bezogenen Sachen kommen. Und es gibt einen riesen Bonus, wenn man da reinschaut. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Soweit so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und natürlich ein großes extra Dankeschön an meine Patrons, an die Kanalmitglieder und an alle sweeten Boys und Girls da draußen. Mwah. Shazam, palam, blam, badam, Black Betty.